Hallo Leute, herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge und heute mit zwei Gästen, nicht mit einem, und zwar einmal mit den Rambisu, einige kennen ihn vielleicht, den Alex. Ein Klassiker, hallo. Und den Lukas. Mir fällt ein, den können vielleicht auch ein paar Leute kennen, wahrscheinlich nicht, aber das ist schon länger her, aber der Lukas. Hallo. Ach ja, aus dem Ding. Aus dem 4-3 Together. Genau. Und zwar, heute reden wir über drei Spiele, die wir dieses Jahr gespielt haben, die wir absolut gut fanden. Aber es müssen nicht unbedingt Spiele sein, die dieses Jahr rausgekommen sind, weil wir haben actually bis jetzt November scheinbar kein Spiel aus diesem Jahr gespielt. Außer du, Alex. Hast du ja. Du hast welche von diesem Jahr. Ja, ich doch auch. Ich spiel's doch gerade. Ja, jetzt hab ich gesagt, bis November jetzt. Oh. Ja. Mein Spiel ist, glaube ich, aus September, wenn ich mich richtig entsinne. Aber mein Spiel ist, glaube ich, hätte ich jetzt natürlich nachschlagen können, habe ich nicht getan. Mein Spiel ist aus dem Jahr 2007, 2008, I guess. Ja, Wollte ich raten, was es ist? I don't know. Es ist ungefähr aus dieser Zeit. Was für eine Konsole? Also es gibt's auch für PC, aber ich habe es auf der PS3 gespielt. Optional hätte man es auch noch auf der Xbox 360 spielen können. Das ist da lock, haben wir fast von jetzt. Es ist ein Horrorspiel. Und es geht um Tod im Weltraum. Alter. Gute Dank, Alter. Ja, ich habe gehört, der erste Teil ist der beste. Also, ich habe nur den ersten Teil gespielt, aber ich denke mal, es wird so sein. Der dritte Teil soll der beschissenste sein, der zweite ja, soll auch noch gut sein. Ich habe legit keine Ahnung, wovon ihr redet. Und zwar, Tod im Weltraum muss nur translaten, und zwar Dead Space. Sagt dir immer noch nichts. Kannst dir ja Footage von angucken, währenddessen. Ja, okay. Das Spiel war ja damals, vor allem, es wurde ja dafür damit beworben, dass es so gruselig ist, dass die Leute irgendwie nur ein paar Minuten spielen und das Spiel dann ausmachen. Das konnten die Entwickler ja dank den ganzen neuen Achievements und Trophies und so nachgucken, wie weit die Leute das Spiel gespielt haben. Und dann wurde irgendwann das Spiel damit beworben, boah, unser Spiel ist so scary, die Leute trauen sich das gar nicht durchzuspielen. Alter. Ja. Ja, das wäre ich. Aber ich muss sagen, das Spiel ist halt echt ziemlich gut. Es ist eine Art... Ja, man könnte sagen, so eine Art lineares Metroidvania. Okay. Also du kannst... Ich hab's gar nicht gemacht, weil das musst du nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Backtracking betreiben kannst. Also du hast halt immer verschiedene Level und während du in ein Level bist, kannst du natürlich immer wieder zurücklaufen und dann wieder weiterlaufen und das Level erkunden. Mhm. Aber sobald du das Level fertig hast, fährst du mit einem Zug ins nächste Level, dann bist du in einem ganz anderen Abteil von diesem Raumschiff, in dem das spielt. Mhm. Nochmal, um vorneweg anzufangen, das Spiel handelt halt darum, dass du so ein Rettungsteam bist, du wurdest halt gerufen auf so ein viel größeres Raumschiff, da fliegst du hin und dann stürzt dein Raumschiff auf dieses Raumschiff ab und dann ist halt der krasse Plot-Twist, ist... sind alle irgendwie tot und infiziert und du musst halt versuchen, wieder von diesem Schiff runterzukommen. Und das ist natürlich scheinbar schwieriger, als es erst der Anschein macht. Und ich weiß nicht, das Tolle ist halt einfach, das Spiel behält diese echt krasse Atmosphäre bei. Es gibt halt keine klassischen Cutscenes, also keine gerenderten Videosequenzen. Und alles sind so in-game. Sequenzen und du findest halt die ganze Zeit Videologs, Texte und alles. Aber das Spiel hat schon eine ganz gute Atmosphäre. Es ist schon sehr horrorlastig. Ja, ich habe auch gehört, dass der erste Teil noch sehr gut diesen Horror-Aspekt vor allem widerspiegelt, was irgendwie wohl angeblich in den, vor allem im dritten Teil, gar nicht mehr so der Fall ist. Was? In vielen Horrorspielen so, dass es mehr actionlastig wird, ne? Ja, dass das eigentlich nur ein Shooter ist mit irgendwelchen Space-Viechern. Ist im ersten Teil aber auch am Ende. Also irgendwann gewöhnst du dich an diese ganzen Viecher und dann sind die nicht mehr gruselig. Man merkt, so eine Stunde, ein oder zwei Stunden Spielzeit weniger und das Spiel wär perfekt. Aber in den letzten zwei, drei Kapiteln war es so, boah, jetzt kommt wieder einer. Gut, ich hole halt meinen MG raus, baller die alle weg.
Heißt dann, das ist schon ein bisschen ätzend. Aber bevor diese Phase erreicht ist, da gibt es noch irgendwann ein Level, da kriegst du richtig viel Story-Input. Da wird es irgendwie so okkultmäßig mit Religion und ganz abgefuckt und. Im Weltraum. Im Weltraum. Mit Monstern. Wissenschaft. Und Religion. Und Waffen. Wo du bist eigentlich nur Mechaniker. Das war so ein Scheiß. So ein Klempner, der mitgeschickt wurde. Das ja, ich mach hier die Space-Toiletten auch rüber. Hier, der MG! Das ist einfach Mario in Space. Ich muss actually sagen, ich weiß gerade nicht, wo der überhaupt die erste Waffe her hat. Ob der die einfach so dabei hatte, so als Mechaniker, oder ob der die gefunden hat. Ja. Er nimmt so einen Schraubenschlüssel oder einen Mob. Ich glaube, als Klempner auf einer Raumstation, da hast du auch eine Waffe dabei. Nee, du findest die, genau. Aber ich finde es halt merkwürdig, dass du halt so der Typ bist. Ich meine, du bist halt mit so einer richtigen Crew unterwegs, aber du bist halt wieder der Typ, der ja alles machen muss, ne? So, ja, hier, Isaac, du gehst mal da runter, da ist so ein riesengroßes Viech und wegen diesem Viech gehen die Stromgeneratoren nicht an, weil, keine Ahnung, das sitzt da drauf. Töt das mal eben für uns. Ja, was macht ihr? Ja, wir sitzen hier jetzt, ne? Ja, okay. Wollt ihr da nicht schon mal das andere Viech oben besiegen, was, keine Ahnung, die Türen verstopft? Ja, aber da kannst du ja danach machen. Und ihr sitzt. Ja, wir sitzen. Okay. Wird schön hier. Das ist so, ja, aber es ist halt echt ziemlich cool. Ich weiß nicht, guckst du jetzt gerade an, Lukas? Ich guck mir gerade ein paar Screenshots an, ja. Es ist halt echt verdammt cool. Vor allem hast du ja auch ganz so Level-Mechaniken und so. Du kannst dich halt weiter aufrüsten, musst halt überlegen, rüste ich mich jetzt selber auf oder deine Waffen, HP, den Anzug. Es ist schon so ein kleines Strategiespiel. Stelle ich mir auch echt interessant vor, dass du wirklich auch mehr so in Richtung Upgraden und Stuff gehst bei so einem Horror-Game, anstatt eigentlich immer. Meiste Horror-Games sind ja eigentlich nur so ein wirklich ums Horror drum aufgebaut, dass du wirklich nur den Horror-Aspekt hast und. Nee, das ist halt wirklich dieses Metroidvania-Ding, ne? Also wenn du so Samus spielst, wenn du Metroid spielst, levelst ja auch immer ab. Du sammelst ja auch diese Gadgets. Und so ist es halt da auch, nur dass du dir halt selber entscheiden kannst, welche du dir holst und wann und wie. Du musst halt entscheiden, wann du die holst. Wie du das als die ganzen Items einteilst. Das ist echt actually ziemlich gut. Das ist ein Spiel, das lohnt sich zu spielen, auch wenn es schon älter ist. Aber vor allem der Anfang, so die erste Hälfte, wenn man noch gar nicht an diese Atmosphäre da gewöhnt ist, ist es echt ziemlich gruselig und später ist das Gameplay, das trägt dich halt durchs Spiel. Ja, ich muss auch echt sagen, das finde ich eigentlich auch immer das Beste an solchen Horror-Games, wenn du wirklich diese erste Stunde, wo du die Welt noch gar nicht kennst, die Monster noch nicht kennst und dann solche Monster zum ersten Mal begegnest. Wenn es immer schön bei Horror-Games so, dass eigentlich ist, dass einem immer so vorkommt, dass der erste Teil, durch den du durch musst, eine Stunde geht. Und eigentlich ist es nur so 10 Minuten, aber du bist halt entweder so verplant oder hast einfach so viel Schiss, dass du nicht weitergehst. Also jedenfalls ist es bei mir halt so, aber du hast auch mit mir Outlast gespielt, dementsprechend weißt du ja, wie ich durch Horror-Games gehe. Ja, aber bei mir auch Outlast das erste Mal war ja auch bei mir schlimm. Also wenn du da mit diesem Killer ein bisschen Strom anmachen musst, ist echt hammert. Ist es schon schwer. Aber das Spiel nimmt halt auch immer mehr ab, weil irgendwann nerven dich die Gegner da nur, vor die du wegrennen musst. Ist das denn hier auch so, oder hast du da wirklich Abwechslung von den Gegnern? Du hast ja, erstmal bekämpfst du ja die Gegner, du rennst ja nicht nur weg und du hast schon sehr viele verschiedene Gegnertypen und du musst halt überlegen, wie du die tötest, musst du dir merken. Und vor allem hast du mal normale Räume, du hast Gravity-Räume, in denen du rumspringst und gegen die kämpfst. Du bist auch mal an solchen Moppets dran. Also es ist schon für Abwechslung gesorgt. Ist es vergleichsweise mit Borderlands? Nee, Borderlands ist ja mehr so Open-World-mäßig, ne? Ich habe Borderlands 2 nur ein bisschen gespielt. Also es ist halt gar nicht vergleichbar mit Borderlands. Okay. Ja, klang jetzt halt so ein bisschen so mit diesem taktischen und alles, und dass du halt Backtracking und alles. Das Backtracking ist ja mehr oder weniger eigentlich drin. Du musst dir so vorstellen, du startest an ein Level, dann machst du die Aufgabe des Levels und wenn du das da fertig bist, musst du wieder zum Anfang des Levels zurück,
Aber das sind auch mal, die Gegner sind ja schon alle tot und so. Aber du kannst halt weiter theoretisch collecten, wenn du Bock hast. Mhm. Und am Anfang des Levels ist so ein Zug und mit dem fährst du dann immer weiter durch das Schiff. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch echt gut, weil das ist, glaube ich, auch das, was ich am meisten höre, wenn Leute sich irgendwie über Metroid Games beschweren, dass es zu viel Backtracking gibt, dass du irgendwie gefühlt das halbe Game nochmal zurücklaufen musst, nur um da irgendwas halt gar nicht mit irgendeiner alten Fähigkeit dann noch irgendwie aufzumachen oder so. Nee, das gibt's auch gar nicht, wo du sagst, oh, da muss ich auch mal zurück mit einer alten Fähigkeit. Du kriegst zwar Fähigkeiten dazu, aber die brauchst dann auch erst ab diesem gewissen Zeitpunkt und davor halt gar nicht. Und du hast auch sehr früh schon alles. Das ist sehr geil. Und ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ich bin bei Horrorspielen echt immer so, am Anfang des Spiels, wenn ich mich erschrecke, ich drücke immer Pause. Wollen wir mal kurz Pause, in so 10 Sekunden, okay. Junge, ich bin gerade auch schon die ganze Zeit im Alex am Schreiben, so anstrengend dir zuzuhören, ne? Weil du halt so abgehackt bist. Echt? Echt sehr oft. Ja, weißt du, es halt ja mit deiner Aufnahme nicht zu. Nee, bei mir ist alles 1A. So muss das. Aber das war es auch schon über Dead Space. Ich kann nur sagen, wenn ihr Horrorspiele mögt, spielt Dead Space. Das ist super. Ja, auf welcher Konsole? Obwohl du hast auf PC gespielt, PS3. PS3, okay. Aber ich denke mal, gibt's auf PC auch. Ja, klar. Ja, ja. Wenn du halt mehr so Mauserino bist, dann... Richtiger Mauserich. Ja, aber boah, wie heißt der nochmal? Bros. My Bros. 2? Shit, egal. Was war's? SMB2. Heißt der nicht Mauserich? Hab ich auch kurz gedacht, aber ich glaube. Ah, egal. Ja. Ja, Alex, dein Spiel. Mein Spiel, also wie schon gesagt, ich habe nochmal gefact-checkt. Es kam Juli raus, fast September. Aber ich habe es ja auch erst gar nicht beim Release geholt, weil ich, keine Ahnung, zu der Zeit entweder kein Geld oder ich dachte mir einfach, keine Ahnung, so sehr interessiert es mich jetzt auch nicht. Und zwar das gute alte Feueremblem. Ah, Three Houses. Ja, Three Houses. Ah, doch, hast du davon erzählt, das Spiel. Ja, also generell erstmal, das Spiel ist in drei so gesehen Routen aufgeteilt, weil du kannst, die Story ist so, dass du am Anfang halt nur so ein Mercenary bist, mit deinem Dad, ein bisschen chillst und dann kommen drei verschiedene Hausleiter aus der Akademie in der Nähe. Du wirst dann auch da als Lehrer übernommen und dann musst du dich halt für eine dieser drei Häuser entscheiden. Und je nachdem, welchem Haus du dann beitrittst, hast du halt auch eine komplett andere Story. Und momentan habe ich bis jetzt nur eine von diesen drei Routen zu Ende gespielt. Bin jetzt relativ in der Mitte bei der zweiten und habe irgendwie jetzt schon 100 Spielstunden. Und ich muss echt sagen, dass es echt extrem ist, wie unterschiedlich die Routen einfach sind. Ich habe echt gedacht, dass du eine Route durchspielst und dann irgendwie die zweite Route vielleicht mal so ein paar andere Dialoge oder so mit den Leuten hast, aber das ist echt krass, dass du echt verschiedene Missionen bekommst. Halt generell ganz andere Charakter hast, weil insgesamt gibt es, glaube ich, irgendwie 30 Charakter oder so. Also hast du quasi drei Spiele in ein. Ja, also das ist wirklich basically, als ob du drei Spiele hast. Dazu hast du halt einmal das rundenbasierte Kampfsystem, was du halt schon seit gefühlt immer in Fire Emblem hast. Und dann noch ein bisschen sowas in Richtung Lifestyle Elements, habe ich es einfach mal genannt. So ähnlich wie in Persona halt, dass du irgendwie mit zur Schule gehst und so. Ja, du bist halt da der Lehrer, du kannst mit den anderen interagieren, du kannst fischen, du kannst Scheiße anbauen, du kannst mit denen kochen, du musst jeden Montag, jeder Woche gibst du dem immer Unterricht. Du hast halt auch so ein Kalendersystem, dass du wirklich am Ende des Monats einen Auftrag hast und bis dahin hast du halt Freizeit und dann kannst halt deinen Schüler halt Instructions geben oder irgendwie mit denen was essen oder so. Das ist halt echt dadurch, ziemlich geil. Dadurch dann halt trainieren. Und wie gesagt, einmal finde ich, die Story ist echt gut im Game. Das, vor allem das Character Development auch. Und das Voice Acting. Die ersten Fight, die ich gespielt habe, waren die Blue Lions. Und ich muss sagen,
ich will jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen, aber irgendwann gibt es einen Timeskip. Und nach diesem Timeskip ist der Main-Character komplett anders und vor allem auch wie der Voice-Actor das hinbekommen hat, dass er einfach so anders klingt, aber dass du immer noch weißt, dass es der gleiche Charakter ist und keine Ahnung. Generell einfach gute Story, gutes Spiel, gutes Gameplay. Das Gameplay war ja so schachbrettartig bei Fire Emblem, ne? Ja, ja. Du hast halt dieses Schachbrett Grid halt und hast dann halt auch dieses Waffendreieck zwischen Lanze, Schwert und Axt, dass du halt auch die Axtleute sind, glaube ich, schwach gegen Lanze und Lanze gegen Schwert, dass du halt so ein basic Schere-Stein-Papier-System hast, dass du halt immer gewisse Einheiten gegen andere kämpfen lassen willst. Und du hast auch echt viel Customization im Game, weil in den anderen Fire Emblem Games fand ich es oft so, dass deine Charaktere eine bestimmte Klasse hatten und die sollten sie halt auch sein. Aber in dem Game, dadurch, dass du halt deinen Schülern halt Instructions gibst, kannst du halt zum Beispiel sagen, ja, der benutzt zwar eigentlich Bogen, aber ich finde es besser, wenn er irgendwie, keine Ahnung, mit einer Axt rumlaufen würde, dann gibst du ihm halt eine Axt und dann trainierst du ihn halt darauf. Ist das nicht auch irgendwie in einer Art, wie sagen wir so ein bisschen wie Pokémon, dass so Schwert ist stark gegen Axt oder so? Ja, wie gesagt, so ein Schere-Stein-Papier-System, dass du halt Schwächen hast. Wenn du zum Beispiel bestimmte Klassen durchtrainierst, dann kriegen die zum Beispiel so ein Skill, dass die zum Beispiel 40% Chance höher haben, dass die gegen Äxte ausweichen oder sowas. Okay. Das klingt echt, ich finde, das klingt halt echt einmal interessant. Ich habe halt nie in Fire Emblem gespielt, weil irgendwie hat mich das nie gereizt, aber jetzt irgendwie, jetzt habe ich Bock. Ja, ich muss auch sagen, ich habe vorher nur Awakening und Fates gespielt und aber die sollen ja auch gut gewesen sein. Ja, das ist halt so, von allen, von denen ich es gehört habe, die halt die vorherigen Fire Emblems nicht gespielt haben, sagen immer, dass es richtig gut ist. Und die vorherigen immer gespielt haben, hat man meistens so, ja, das sind keine richtigen Fire Emblems, aber dann denke ich mir so, die haben mir Spaß gemacht und vor allem Three Houses, die Story ist, finde ich, total gut. Dein eigener Charakter hat diesmal auch relativ gute Story und nicht so ein typischer, ja, du bist einfach dabei, so ein Stand-in-Charakter, sondern wirklich auch zum Beispiel, weißt du, zumindest soweit ich es weiß, von meinem gesamten Run wusste ich nicht, wie alt ich bin. Und irgendwie ist es auch komplette Mystery um den eigenen Hauptcharakter noch drin, das auch noch irgendwie nur wirklich gelöst werden kann, wenn du halt alle drei Fehde gespielt hast. Hast du bei allen drei den gleichen Hauptcharakter? Ja. Das Spiel beginnt halt so, dass du halt in so einem Wald bist und dann kommen halt diese drei Hausleiter und dann wirst du danach gefragt, welchem Haus du beitreten willst. Es ist fast wie bei Harry Potter. Das ist auch ja, aber da entscheidet es kein Hut, sondern nur selber. Alter, kein Hut? Ja. Ja, weiß ich gar nicht, ob mir das so gut gefällt. Ich mag den Hut. Ja, muss ich dich leider enttäuschen, muss es selber entscheiden. Nee, und wie gesagt, deine Story ist auch einfach gut, dass du das halt ziemlich so in einer Kriegssituation und von außen kannst du nicht wirklich sagen, wer jetzt da so gesehen die Bösen sind und wer dabei die Guten sind und dadurch wirst du das wahrscheinlich eher herausfinden, wenn du alle drei Pfade gespielt hast. Ich habe jetzt gerade, actually gucke ich gerade nach, wie teuer das Spiel ist. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, das ist momentan mein Spiel, was ich zur Uni und zurück spiele. Ey, es klingt ja echt geil. Also ich weiß nicht, ich habe mich mit Fire Emblem nicht beschäftigt, aber jetzt habe ich Bock. Ich muss zwar erstmal meine anderen Spiele durchspielen, aber ja, da bin ich froh, dass ich schon mal hier einen dafür heiß machen konnte. Ja, wir spielen natürlich auch alle Dead Space, ne? Ja, ich kauf's mir jetzt auf Steam, schick den Vor allem Lukas, du spielst es auf jeden Fall. Hä? Du spielst jetzt auch auf jeden Fall Dead Space, ne? Ist auch hyped. Total, ja, hab ich richtig Bock drauf. Ja, das kann ich sogar gerade sagen. Dead Space momentan bis zum 3. Dezember runtergesetzt auf Steam für 3,70 €. Ja, gönnen, würde ich sagen. Ja, tut mir leid, ich hab gerade nur 2,24 €. Ah ja, spendiere ich dir. Aber nur wenn du dann Let's Play davon machst. Oder einen Livestream. Ja. Naja, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, ich tue immer auf meine Spiel-Irgendwann-Liste Fire Emblem.
Christophs Account ist gleich einfach im Minusbereich. Ein scheiß Bankkonto. Einfach so, hab Bock. Ja, ich habe keine Zeit für das Spiel gerade, aber ich hab Bock. Ja, verständlich. Aber wie gesagt, das ist auch gut, das ist gut für Anfänger geeignet, dass auch so wie bei jedem Fire Emblem ist, dass du deine eigene Story hast und nicht irgendwie 18 Teile vorher spielen musst. Wie bei Final Fantasy. Ja. Nee, Final Fantasy ist auch immer ein neues. Ja, meine ich ja. Wie halt die Part. Hä, ich hab gesagt, wie bei Final Fantasy. Ach so, das ist so meinst du das. Ja, ja, ja. 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 Ah, nee, klingt gut. Und Lukas, was ist dein Spiel? Kling. Ich hatte eigentlich vor, also das Spiel, was ich definitiv am meisten gespielt habe in 2019, war halt definitiv Super Smash Bros. Ultimate. Aber da ich ja weiß, dass ihr beide da hundertprozentig schon alles drüber witzt oder so gut wie alles, nehme ich ein anderes Game, nämlich das, was ich dieses Jahr sehr viel mit meinem Bruder gespielt habe, was mich überrascht hat, was auch, glaube ich, dieses Jahr erst rausgekommen ist. Das ist Kurzpell. Was? Das ist halt wirklich kurz, wie halt kurz, ne? Ja. Und dann PEL. Okay. Und, also erstmal ist das gibt's halt auf Steam. Und das ist halt wirklich einfach. Ein MMO. Aber, also ein MMORPG, du kannst den Charakter am Anfang machen, ganz normal. Nur, da. Ja, das ist halt natürlich nochmal vorneweg, das ist alles im Anime-Style so. Und es ist halt das, was ich an MMORPGs generell finde, das Geilste sind halt immer die Bosskämpfe. Also wenn du so einen riesen Boss vor dir hast und du musst ihn irgendwie halt klatschen. Und dieses Spiel besteht halt nur aus diesem Boss-Klatschen. Also du hast da keine einzelnen... Hast du nicht diese MMO-Quests mit Töte 3 Schweine und genau. 5 Frauen und S3 Kinder? Genau, und laufe von A nach B, aber du kannst halt auch eigentlich teleportieren, aber wenn du da aber das sagen, läufst du halt 20 Minuten und erst dann, dass du dich auch hätte teleportieren. Und ich habe das halt so gefunden, das sah halt mega cool aus. So. Und da gibt's halt. Und das Ding ist halt, dass es halt, wie gesagt, ein neues Spiel, deswegen gibt es da nicht viele Waffen und es gibt da halt. Im Groben gibt es da ein Großschwert, einen Bogen, einen Magier, also halt so einen riesigen Priesterstab auf dem Rücken und die Blazing Fists. Und das sind halt wirklich einfach nur zwei Handschuhe, die du anhast. Aber wirklich die Bosse und dieses ganze Combo-Potenzial, was du da drin hast, du musst das so denken, du hast da wirklich einen Boss, der ist 8-mal so groß wie du. Und du hast für jede Waffe, hast du so gesagt, einen Lehrer. Das heißt, du hast für das Großschwert hast du so einen Kriegsveteran, für den Bogen hast du so eine Waldelfe, für die Fäuste hast du so einen, wie einer, der nur so Thai-mäßig kämpft. Hast halt einen, der ist... Genau, da hat nämlich auch noch jeder hat da so eine eigene Backstory von deinen Lehrern, wo die herkommen, was die vorher gemacht haben. Und ich glaube, bei dem, der dir die Fäuste gibt, ist es wirklich einfach nur so, dass der irgendwo in einer Zwischenwelt gefangen ist. Und ja, dann kannst du eigentlich direkt anfangen. Du setzt dich wirklich hin mit jeder Waffe, gehst 3 Bosse, glaube ich, durch, damit du halt die komplette Waffe, alle Ausrüstung hast, damit dir erklärt werden kann. Und danach klatschst du die Bosse und kommst wieder zurück zum Main Hub, zu so einer Lobby, wo alle sind. Und da kannst du dann anfangen, wenn du dann eine Waffe fertig hast, dich mit Freunden zusammenzutun, dann könnt ihr zusammen anfangen, die ganzen Bosse zu klatschen. Und dann arbeitest du dich immer hoch und du kriegst dann immer verschiedene Loot daraus, der deine Waffe verbessert, wo du deine Rüstung verbessern kannst. Und dann gehst du wieder in den nächsten Bossraum rein. Und dann manchmal, wenn du zum Beispiel eine bestimmte Waffe oder einen bestimmten Boss farmen willst, musst du halt einen Boss immer und immer wiederholen, damit du halt dann irgendwann die Teile zusammenkriegst. Boah, ich schwenk gerade zwischen. Ja, können ein guter Nachmittag werden und das Spiel klingt nach großem Suchtpotenzial. Ja, also. Nee, das. Okay. Das Ding ist halt so, wie gesagt, ich habe das mit meinem Bruder extrem viel gespielt. Das hat halt mega Bock gemacht und du hast da halt auch am Anfang
Es ist so ein bisschen wie in dem Pokémon Mystery Dungeon gewesen. So, du hast am Anfang, werden dir so ein paar Fragen gestellt und am Ende kommt dann ein Typ von dir raus. Und diesen Typen, der beeinflusst jetzt nicht wirklich dein Gameplay, weil du kannst halt immer noch PvP in dem Game. Der beeinflusst jetzt nicht dein Gameplay, sondern eher dein Aussehen. Weil das Aussehen vom Charakter, ich glaube, da habe ich locker 3 Stunden drin verbracht. Und am Ende siehst du den eh nicht mehr, weil er voller Rüstung ist. Nee, ich hab ja, ne, ich mach das ja immer in MMOs, ich bin mit dem Weg des Anime Girls gegangen. Und dann war es dann wirklich so, du hast dann einfach zum Beispiel, wenn du der schüchterne Typ warst, ja, dann hast du natürlich so, sagen wir mal, etwas größere Augen konntest du auswählen und lange Haare oder so in den Zopf gesteckte Haare, ja. Und dann hattest du den Typen toughes Mädchen und dann konntest du nur kurze Haare nehmen und irgendwelche böse guckenden Augen. Das sah halt voll kacke aus. Kannst natürlich, wie es sich halt für MMOs gehört, kannst du natürlich die Boobs als auch den Ass, die Größe einstellen. Und das habe ich vorher noch in keinem Game gesehen, die Weiche. Da steht wirklich Weiche einstellen. Also und je nachdem, wie. Geil. Hä? Wie sehr es wabbelt, oder wie? Ja, genau das ist es. So, je weicher du sie einstellst, desto mehr ist die Jiggle-Animation da. Und das ist so in manchen Cutscenes halt echt nicht so geil, wenn dein Charakter von A nach B springt, dann kurz stehen bleibt, aber die Boobs noch 8 Sekunden danach weiter wackeln. Es hat mich häufiger zum Schmunzeln gebracht, als ich zugegeben wollen würde. Aber es ist absolute Weep-Spiel. Ja. Aber, dieses PvP ist das, was mich wirklich am meisten gefesselt hat. Dieses Boss-Klatsch und alles war mega geil. Aber dieses PvP, boah, das hat Bock gemacht. Das hat richtig Bock gemacht. Weil es war halt nicht einfach so wie in anderen Games, dass du halt eine Klasse hast, die absolut OP ist und gegen die kommt keiner klar. Klar, du hattest natürlich die eine Klasse, die konnte das besser, aber dafür konnte die das nicht so gut. Und dann hattest du die andere Klasse, die kann das besser. Und dann haben wir es dann so aufgeteilt, dass halt mein Bruder und ich die ganze Zeit hin und her waren mit den 2 verschiedenen Klassen, dass er 2 Klassen hatte und ich 2 Klassen. Und dann, während wir gespielt haben, kam eine 5. Klasse raus. Und da haben sie es verkackt. Weil da, die haben sie einfach unbalanced as fuck gemacht. Das war ein Doppelkling und wenn der dich einmal richtig erwischt hat, warst du in einer Combo, bist du Half-Life-Böse. Ja, das ist ja immer bei Fighting Games ultimativ schwer, wenn du irgendwie Klasse Balance erhalten willst. Ich glaube, so auf, ich will dich jetzt hier nicht insulten, aber auf nicht biggest competitive High-Level, ist es, glaube ich, noch alles relativ balanced, dadurch, dass du halt manche Klassen, die vielleicht besser theoretisch sind, aber halt irgendwie schwer zu benutzen sind, nicht richtig spielen kannst. Ja. Ja, das ist natürlich so, die Waffe, die macht an sich nicht viel Schaden, aber du musst halt die richtige Kombo hin, um halt viel Schaden zu machen. Und dann habe ich jetzt die Tage geguckt und die haben schon wieder eine neue Waffe rausgebracht und das ist der Hammer. Ich sehe gerade einfach ein Bild vom Character Model, wie man den macht, Alter. Erstmal direkt geil halbnackt. Ja. Und dann der Hammer ist halt wirklich einfach nur langsam und du haust den auf den Kopf. So, und wenn du triffst, machst du extrem viel Schaden, aber du triffst halt die Hälfte der Zeit nicht. Oder im Game ist noch so ein halber Dating Simulator mit drin. Ah, jetzt okay, hab ich auch Bock. Ja, weil nein, du kannst halt wirklich nach jedem Kampf oder wenn du halt häufiger mit einem bestimmten Charakter redest, kannst du halt eine ehere Bindung zu denen aufbauen und die geben dir dann mehr Sachen. Zum Beispiel Kann ich die Kämpfe auch skippen? Nein. es gibt, glaube ich, nur 2 Charaktere, die nicht deine Lehrer sind. Und das eine ist so eine kleine Pinkhaarige und die andere ist halt die Oberpriesterin. Aber ansonsten kannst du halt eine nähere Bindung zu deinen geilen Lehrern aufbauen. Also das 2 Lehrer, 2 Lehrerinnen. Und ja, wenn du das halt... jetzt hast du ja 3 Lehrer, 3 Lehrerinnen, weil es gibt ja jetzt noch den Hammer und so.
Und wenn du halt eine nähere Bindung zu den aufbaust, dann verbessern die halt deine Waffen, deine Rüstung und alles in dem Sinne. Also musst du halt, du kannst entweder wirklich einfach immer denselben Boss klatschen oder einfach PvP gehen und den Dating-Sim spielen, um deine Rüstung aufzubessern. Ich weiß, was ich machen würde. Ich muss sagen, so, diese Dating-Sim-Live-Simulations-Dinger haben irgendwie immer was. Ja, ey, komm, ja, deswegen ist doch Sims so erfolgreich. Ich muss halt sagen, ich habe diese Dating Simulator, am Anfang habe ich das wirklich durchgelesen, aber nach einer Zeit skippst du es einfach nur noch. Nee. Nein, das Ding ist halt, es kommt so eine richtig schöne, märchenhafte Musik, so ein und dann tauchen die so vor dir auf und dann reden die so mit dir und sagen halt so, ja, keine Ahnung, hat er gesagt, ich habe das und das Problem, was sollte ich tun? Und dann hast du immer die drei Möglichkeiten, du hast entweder, glaube ich, einen Rat geben, über irgendwas Religiöses anfangen zu reden oder zu gehen. Und es macht halt einfach immer mehr Sinn, den guten Rat zu geben, anstatt über was Religiöses zu reden oder gehen. Das Problem ist, das Best Girl war halt die Magier-Lehrerin. Das ist ein Cat Girl mit großen Boobs. Aber ich war halt der Schwert- oder der Faustkämpfer, deswegen war das für mich uninteressant. Wow. Ich bin aber nicht oberflächlich. Dann ist gut. Also insgesamt, ich will Dating Simulator spielen. Ja, Dating Simulator, ich kann dir den Doki Doki Literature Club empfehlen. Nee, ich spiel lieber Persona weiter. Wir müssen Persona weiter spielen, Alex. Ja. Ja, das war die Folge. Was hatten wir? Dead Space, geiles Horrorspiel. Fire Emblem Awakening. Super Strategiespiel mit geiler Story. Das ist Three Houses. Three Houses. Das Three Houses, genau. Und Weep spielt schlechthin. Bruder! Es ist kurz hell. Wenn ihr auch gerne Weep-Spiele spielt, schreibt es in die Kommentare. Bruder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.